Also der hier, der mag Lederjacken. Der ist cool drauf. Sie da in der Lederjacke, was machen Sie hier? Ich verkaufe modische Lederjacken, so wie diese hier. Lederjacken was? Wer hat sie hier reingelassen? Ich habe einen Persischer, wie käme ich sonst rein? Sie haben recht, was soll die Jacke kosten? 15 Mark, genau richtig fürs Wache schieben in kalten Nächten. Ich bestelle eine, mein Name ist Unteroffizier Krüger. Gut, das Geld bitte im Voraus. Natürlich. So, der ist jetzt cool mit uns, aber wir müssen noch einen dort, der uns ins Leder möchte. Wir müssen dort noch den Dialog rausfinden. Dialog? Ja, das Spiel ist halt verdammt, verdammt schwer, denn man kann ja manche Sachen nur schaffen, wenn man die richtige Kleidung trägt und man muss wissen, wo diese Person noch steht. So, halt, sind Sie im offiziellen Auftrag hier? So, warte mal, Auftrag. Schnell aus dem Weg, ich habe eine dringende Nachricht für den Oberst. Warten Sie, wie lautet die Nachricht und wer sind Sie? Gut für Sie, dass Sie danach fragen. Hä? Was meinen Sie damit? Ich führe gerade einen Sicherheitstest durch. Lächerlich. So geht man hier normalerweise nicht vor. Auch nicht so. Nein, das wollen wir nicht. Okay. Also kein Sicherheitstest bei dem. So, was geht's denn noch? Offiziellen Auftrag. Das sind immer so Schlüsselworte. Offiziellen Auftrag. Wo ist der Gefangene? Ich soll ihn vernehmen. Deine Zelle ist im dritten Stock, aber wer sind sie? So. Gestapo Spezialeinheit. Ich bin der Nachfolger von Dietrich. Dietrich! Wurde er nicht bei diesem Bundesladen Rheinfall getötet? Wieso wissen Sie davon? Geben Sie Informationen heraus? Natürlich nicht. Sie können passieren. Ja! Yeah. Den haben wir auch. Okay. Wir können uns jetzt hier frei bewegen. Gut. Haben wir schon mal keinen Stress hier. Ist schon mal sehr gut. So, ziehe das da. Zack. Hoppala. So, jetzt fahren wir wieder ab. Dann gucken wir uns mal ganz genau um. Aber ich glaube, hier die meisten Räume waren alle leer, ne? Auch hier leer. Ja, die Fenster geht nicht auf. So. Wir brauchen also jetzt den Krug von den Besoffenen. Wir gucken, ob wir den kriegen, ohne zu kämpfen. So, hier kriegen wir die Diener-Uniform. Nehmen wir die mal. So langsam kommen wir wieder rein. So langsam kommen wir wieder rein. Jetzt gehen wir hier lang. So, hier war auch nichts. Aber wir können trotzdem mal speichern. Alles cool. Alles cool. Hätte ich nicht, dass wir so oft speichern müssen in diesem Spiel. Ah gut, das ist wirklich lange her, Leute, ne? Das ist Kindheit von mir. Na, hier ist nichts. Soll ich auch nicht weitergehen? So, hier unten ist der Besoffene, glaube ich. Genau. Hallo Hick, mein guter Freund. Ich glaube, wenn ich den... Nee, es geht ja nicht. Ich brauche den Krug von denen. Könnte ich den anbieten. Das ist auch noch so eine Sache, ne? Später geht's nur weiter, wenn ich irgendwem etwas gebe. In Ordnung. Ah, cool. So geht's auch. Aber wir müssen ja mit dem reden. Aber kurz nochmal speichern. So. Man kann mit denen auch reden, dass er uns den Krug gibt. Dass wir ihnen noch was Neues zu trinken holen. So. Hallo, und wie geht's dir? Schrecklich, mein Bier ist alle. Kann ich dir noch ein Bier holen? Danke, hier hast du meinen Krug. Okay. Geht doch ganz einfach. So, ja, lass mal die ganzen Räume in Ruhe, wo man weitergehen kann.
gucken uns nun die Räume an, wo auch tatsächlich nur ein Raum ist. Auch nichts. So, dann müssen wir jetzt hier rein. Kommen wahrscheinlich auch in die Küche. Wenn wir jetzt selber machen wie vorhin, wir werden jetzt hier den Krug benutzen. Nutze Krug mit Zapfhahn. So, benutze Krug. Nein. Benutze Krug mit heiße Kohlen. Müssen wir jetzt kurz warten. Vielleicht geht es auch einmal kurz raus, wieder rein. Ne, müssen kurz warten. Und dann nehmen wir den Schweinebraten wieder mit. So. Was wir noch machen können, benutze Krug, nochmal auffüllen. Ich denke mal, wenn wir den Besoffenen nochmal ein Bier geben, dann kippt er wahrscheinlich auch um. Aber bevor wir jetzt in Gefahr laufen, den Krug nicht wiederzubekommen, speichern wir nochmal. Hallo Hick, mein guter Freund. Speichern. Geben wir immer den Krug wieder. Nehmen Sie das hier. Hier. Hey, danke sehr. Okay, anscheinend nicht. Hallo Hick, mein guter Freund. Hallo, und wie geht's dir? Schrecklich, mein Bier ist alle. Okay, also er macht immer wieder das Bier austrinken, aber er kippt nicht um. Kann ich denn noch ein Bier holen? Hier hast du meinen Krug, alles klar. Gehen wir wieder voll machen und dann gehen wir einfach nur nicht mehr in den Raum hier rein. Das war's. Ich dachte, da gibt's noch ein Gimmick, irgendwas hier. So, benutze... Nein! Benutze Indie bei Lucasfilm. Was war das? So. Und mit dem Krug bewaffnet müssen wir nun zur Alarmanlage gehen. War ich eigentlich hier? Wo war jetzt eigentlich nochmal, wie wir es merken können? Wo war das hier? Das war, glaube ich, vorne, genau. Im ersten Bereich. Im ersten Bereich. Einfach nur, damit ich mal weiß, wo ich nachher hin muss, wenn ich den Schlüssel habe. Damit ich dann die Uniform rausholen kann. Nein. Hier oben rum. Wir sind jetzt mit allen aus dem Erdgeschoss cool. Ne? Also, wir sind hier mit allen cool. Gucken wir nochmal, war hier. Ja, hier war es. Okay, merken wir uns mal. Hier war das. Jetzt können wir durch den zweiten Stock gehen. Ich bin nämlich ganz sicher eigentlich, dass man im zweiten Stock die Diener-Uniform trägt. Aber da wir uns im ersten Stock mit manchen angelegt haben, kann es sein, dass die jetzt zu sehr aufpassen. So. Ziehen wir uns hier mal um, Diener-Uniform. Und wir speichern hier ebenfalls nochmal. Und hoffen wir mal, dass es funktioniert. Aber wenn natürlich so eine Dialoge kommen, so wie, hey, hier passt die Uniform gar nicht. Und dann schlagen die gleich zu, dann haben wir natürlich verkackt. Es kann auch sein, dass man erst die Diener-Uniform ab einem gewissen Punkt erst die anzieht. Hier haben wir nochmal das Geld und Maul mal mit. Voll, da waren 50 Mark drin. So. Jetzt die Frage, schlucken die das jetzt hier? So, jetzt sind wir quasi da, wo wir aufgehört hatten. Oder wo es nicht mehr weiterging für uns. Lass uns mal hier lang gehen. Mal gucken, was der jetzt sagt. Ein Diener hier? Halt mal, die sind kein Diener. Okay. Das ist also, da darf man nicht lang gehen. Das haben wir uns jetzt gemerkt. Halt, halt. Gut, reden wir mal mit denen. Was haben sie hier zu suchen? Ich bin neu hier, wo ist die Küche? Ich glaube, biete etwas an. Wir geben Ihnen jetzt hier das Bild, was wir damals als Kind selbst gemalt haben. Nehmen Sie das hier. Was tun Sie damit? Aushilfen dürfen nicht an diesen wertvollen Kram.
Hat funktioniert. Hat funktioniert. Der Typ hat jetzt hier. Ich wusste, der bewacht hier dieses Bilderlager. Ich denke, so wird man ihm einfachsten los, indem man ihm einfach das Bild gibt. So. Sind die Nummern noch dieselben? 3, 10, 17. Eine kurze Zeit später. Jetzt bin ich mal gespannt. Herr Oberst, ich habe ein weiteres Bild aufgetrieben. Gute Arbeit. Hier, ich habe die Kombination zum Safe auf der Rückseite dieses Formulars notiert. Merken Sie sich die. Schon auswendig gelernt, Herr Oberst. Ich behalte sie hier in meiner Schublade, wenn Sie sie vergessen. Das werde ich sicher nicht. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Da müssen wir ran, Leute. Da müssen wir ran. So. Lass uns das Bild nochmal unangetastet. 3, 10, 7, 1. Das passt sogar noch. Mit dem letzten Mal. So, das war so ziemlich gut diesmal. Diesmal haben wir es hingekriegt. So, gucken uns mal überall um. Hier ist nichts. So, da das alles erfolgreich war, speichern wir nochmal. So, nee. Wir haben uns ja gesagt, wir wollen nicht in so eine Räume reingehen, wo man durch Meere gehen kann. Das ist uns zu gefährlich, weil wir auch gar nicht wissen, wo wir rauskommen. So, wir können hier nochmal gucken, dass Elsa, genau, Elsa ist nämlich hier. Schau, Fenster. Hey, da ist Elsa auf der anderen Seite. Was macht sie bei all diesen Nazis? So, wir wissen, da ist ein Typ drin. Ich glaube aber, es ist derselbe Typ, der uns vorhin angegriffen hat. Testen wir das mal ganz kurz. Indem wir da mal reingehen. Ein Diener hier? Halt mal, die sind kein Diener. Okay, hat sie erledigt. Dann gehen wir da nicht rein. Also wie so schnell kann es vorbei sein hier? Mann. So, auch hier wollen wir nicht rein. So, ich glaube, hier war die Uniform drin. Öffne Truhe. Schau. Genau, Uniform drin. Wunderbar. Gucken wir uns die Uniform mal genauer an. Eine Offiziersuniform, die mir viel zu klein ist. Warte. Da ist etwas in der Tasche. Ein kleiner Messingschlüssel. Werfe die Uniform weg und behalte den Schlüssel. Gute Idee. So, jetzt gehen wir wieder nach unten. Was wir nicht vergessen dürfen ist, wir müssen uns wieder umziehen. Machen wir es wieder kurz vor der Treppe, nicht dass hier wieder die Wache wieder da ist. Denn wenn wir jetzt mit Dienerverkleidung nach unten gehen, wo wir die beiden anderen Wachen ausgetrickst haben, dann werden die instant sauer auf uns. So, benutze Indieware bei Lucasfilm. Und dann gehen wir jetzt wieder runter und holen aus dem richtigen Raum, den wir jetzt sofort instant richtig finden, uns die Uniform. Dann ist nur die Frage, ja, also ich, soweit ich weiß, kann man jeden einzelnen Soldaten hier ohne Kampf besiegen. Sagen wir mal so, ohne Kampf besiegen. So, nimm graue Uniform. So, können wir uns aber noch nicht anziehen. Gehen wir erstmal nach oben. Jetzt die Frage. Eigentlich braucht diese Diener-Uniform noch an weiteren Positionen, aber ich weiß nicht mehr genau wo. So, nun wird Zeit für das wohlverdiente Feierabendbierchen. Prost. Ja, Prost, Robert Nerz. Ich habe leider nichts mehr. Gestern alles verbraucht. So, genau, umziehen. Benutze, ziehen wir uns erstmal, oder ziehen wir uns die graue Uniform an. Ich glaube, die brauchen erst einen dritten Stock. Na egal, jetzt haben wir es angezogen. Wir können es ja mal testen. Speichern. So, gucken wir uns mal hier weiter um. So, da die momentan ja keine Ahnung haben von den, wir wissen ja, dass der hier ist. Ich weiß es gar nicht, habe ich geguckt? Habe ich nicht geguckt? Machen wir das nochmal schnell. So. Bin mal gespannt, ob der jetzt sofort sagt, Eindringling. Hallo, schön, Ihnen mein neues Gesicht zu sehen. Aber Sie sollten nicht so weit von Ihrem Posten entfernen.
Okay. Fuck. Ja, also hier haben wir ganz neue Auftrags ganz neue Möglichkeiten. Jetzt die Frage. Lässt er sich einschüchtern? Wenn nein, ist er mit uns auf Du. Ich bin im offiziellen Auftrag, hier darf ich passieren. Offiziell, nun gut, gehen Sie weiter. Oh, Gott sei Dank. Okay, seht ihr Leute, und so wird das Spiel schon viel, viel einfacher. Wenn man jetzt einmal mit denen geredet hat, dann kann man auch immer wieder durchgehen. Genau, und da sind wir auch schon gewesen. Wunderbar. Hat das funktioniert? Speichern wir mal das Ganze. Und machen weiter. So, das klappt schon mal alles. Hier unten müssen wir natürlich alles abgesucht haben. Und die Uniform war, glaube ich, hier drin. In einer Kiste. Genau, dann machen wir jetzt nämlich hier weiter. Ist die Frage, ob er auch wieder rumspukt? Ja, da spukt wer rum. Halt, halt. Drück nochmal kurz speichern. Ich habe Angst, dass wir die falschen Sachen sagen. Weil man kann wirklich nur einen Soldaten mit einem Gewissen. Aber gut, die ist immer. Okay, wenn man eine Uniform trägt, dann schreien die nicht halt, halt und rennen auf dich zu, sondern nur, wenn man denen in den Weg geht. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. So. Habe ich zwar gesagt, wollte ich nicht machen. Machen wir es auch mal ganz kurz. Wo kommen wir raus? Wahrscheinlich genau bei den Typen da unten. Ne, wir. Okay, dann gehen wir jetzt hier nach oben. Haben wir hier schon drin? Ne, wollen wir nicht rein. Gehen wir hier nach oben. So. Bin mir gerade unsicher. Lass uns mal hier lang gehen. Sind hier schon die Fenster? Alles klar. Okay, wir könnten jetzt hier ganz kurz mit unserem Vater sprechen. Aber das bringt uns keinen weiteren Vorteil. Außerdem würden wir, glaube ich, den Alarm aktivieren. Ah nee, der Alarm ist für die Tür. Für die Tür vom Vater. Gut. Speichern wir mal nochmal. Ich weiß, ich speichere oft, Leute. Aber hier kann man echt überall verrecken. Falsch, einmal falsche Auswahlmöglichkeit und man muss nochmal komplett neu laden. Suchen Sie was Bestimmtes? Bin mal offiziell in Auftrag, hier darf ich passieren. Aber ich erkenne sie nicht. Nein, ich bin das erste Mal hier. Neue Befehle. Befehle, darf ich die mal sehen? Mal sehen. Zuerst mal bringen Sie mir einen Hamburger. Ich habe sie hier, aber Sie wollen sie nicht haben. Natürlich haben Sie Freigabe für geheime Dokumente. Das hört sich besser an. Natürlich haben Sie Freigabe für. Ge Eigentlich nicht. Siegfried im Stocker Köher hat. Aber ich glaube, Sie dürfen hier dann hier durch. Sehr schön. Haben wir auch den Ding gekriegt. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht das falsche Fenster nehmen, denn wenn wir von draußen reinkommen, haben wir verkackt. Okay, es hat auch funktioniert. Die Tür ist abgeschlossen. Wenn die Tür abgeschlossen ist, dann müsste ich ja von außen rankommen. Und hier ist der Typ. Genau, jetzt müssen wir auf jeden Fall speichern. Denn hier muss ich das Bier reinkippen, Leute. Hier muss ich das Bier reinkippen. Ein Besucher. Das wurde doch langweilig hier oben. So. Ich komme, um sie abzulösen. Ist, glaube ich, nicht so gut. Oder? Ich komme, um sie abzulösen. Ich habe noch 4 Stunden Wache. Sie sind ein Betrüger. Ja, hab ich fast gedacht. Ich will nicht alle auf mich aufmerksam machen. Deswegen ist es besser, wenn wir die richtigen Antworten treffen. Ich meine, ich kämpfe gerne und so weiter, aber ja, wir haben ja festgestellt, einmal mit jemandem kämpfen und dann sind alle anderen misstrauisch. Ich glaube, ich muss ihm was geben. Ich glaube, alles ist falsch, was ich dem sage. Sie werden im Büro des Kommandanten, aber ich glaube, ich muss. Einen Moment. Ich kenne Sie nicht. Hier stimmt was nicht. Ah. Nee.
Ich muss deinen Spielstand davor laden. So, nochmal dasselbe. Wir wissen ja, was wir hier antworten müssen. Aber ich glaube, ich muss die Diener-Uniform anziehen. Nein, ich bin heute das erste Mal hier. Neue Befehle. Befehle, darf ich die mal sehen? Natürlich. Haben Sie eine Freigabe für geheime Dokumente? Eigentlich nicht. Siegfried im Stockwerk höher hat... Ach, ich glaube, sie dürfen da nicht durch. Okay, ja, wir müssen uns bemerken. Also Siegfried oben, an den kommen wir so nicht vorbei. Weil der hat eine Freigabe für die Dokumenten. So, die Tür ist verschlossen. Ich glaube, da war das Zeug drin. Ich glaube, da ist das Geld drin. Gehen wir kurz mal nach außen. Und nehmen nicht die falsche Tür. Ganz schön rutschig hier draußen. Ich ziehe mir etwas Passenderes an. So, die Tür dürfen wir nicht aufmachen, also das Fenster. Weil dort ist die Wache drin. So, wir machen das hier auf. So, das ist die verschlossene Tür. Genau, das ist die verschlossene Tür hier. Und diesen Stein können wir reindrücken. So. Können wir ruhig mal ganz kurz unserem Vater Bescheid sagen, dass wir da sind. Und das Geld von oben mitnehmen. Oben sollte jeder Raum safe sein. Wir dürfen halt nur nicht die Tür aufmachen, ansonsten geht der Alarm los. So. Machen wir das hier mal. Hier ist nämlich Geld drin. Warum auch immer. 75 Mark. 75 Merker. So, hier ist unser Vater drin. Junior, du bist gekommen, um mich zu retten. Dad, lass uns hier abhauen. Gut, mein Sohn, du gehst voraus. Also ganz knapp bei denen, ja, was das Gespräch angeht. Ja. Aber das war's auch schon. Reden kann ich auch nicht mit ihm großartig. Ey, Junior, du hattest doch nicht, dass ich durch das Fenster klettere, oder? Ich komme wieder. Genau. Ist ziemlich rutschig hier draußen. Ich zieh mich erstmal um. So. Geh mal wieder rein. So, ziehen wir uns mal wieder um. Graue Uniform. Dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwie an irgendwas rankommen. Nochmal speichern hier. Und dann zur Gewohnheit bei dem Spiel. Ohne Speichern bist du tot. Elsa haben wir schon entdeckt. Muss man merken. So, wir waren jetzt. Ja genau, jetzt fehlt nur noch der Alarmraum. Und ich glaube, wir sollten uns vorher umziehen. Wir brauchen einen Raum, wo wir reingehen können. Hallo. Ja, wir brauchen einen Raum, wo wir uns umziehen können. Hier war verschlossen. Ja, und da ist schon die Wache. Ich brauche einen Raum, wo ich mich umziehen kann. Gucken wir mal hier. Ach, hier sind überall Wachen. Also hier kann ich mich nirgendwo umziehen. Hier könnten wir uns umziehen. Okay, benutze Diener-Uniform. Testen wir es mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir dann da weiterkommen. Nochmal speichern. So. Und beten wir mal, dass hier keine Wache hinter ist. So. Fuck, wir sind am Anfang. Ich glaube, hier kommen ein paar Wachen, ne? Weil die Wachen sind wir losgeworden, indem wir da was gegeben haben. Jetzt die Frage, ob ich hier lang komme, ohne jemanden zu begegnen. Ja, der da. Na gut, er schreit nicht halt, das ist schon mal gut. So, jetzt testen wir es nochmal. Wir können ja testen, ob man hier als Diener verkleidet sein muss. Aber ich glaube nicht als Soldat, denn ich hatte da nicht viele Auswahlmöglichkeiten, die wirklich Sinn gemacht haben. Hier ist Sperrgebiet, Diener haben keinen Zutritt. Ich zeige dir deinen Platz. Okay, das war doch falsch von mir. Also es liegt nicht an der Kleidung. Die einzige Möglichkeit, mit dem zu reden, ist tatsächlich in der Uniform. Aber ich glaube nicht, dass dort irgendwas von richtig ist. Aber dann können wir eigentlich den Spieler noch laden, wo wir drinnen waren. Wo war denn das? Ich will eine Seite zurück. So, hier.
Ein Besucher, es wurde auch langsam langweilig hier oben. Ja, jetzt die Frage, was muss ich ihm sagen? Unten ist ein Eindringling, schnell. Das glaube ich nicht. Ich nehme es mal. Tatsächlich? Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ja, zu der Zeit hat Anselde noch keine Unterwäsche. Denke ich ja, ne? Also da war echt nur nackte Haut unter der Indianerloskleidung. Mein Gott, was? Ich glaube, ich muss denen irgendwas geben oder so. Ja, alles ist falsch, was ich ihr sagen kann. Biet der Pass an. Gib ich ihm mal ein Bier oder so. Machen Sie Witze? Wer sind Sie überhaupt? Eine Sekunde. Tja, das ist eine gute Frage. Ansonsten, wir müssten ja noch nicht zu dem. Vielleicht haben wir noch später noch irgendeine andere Möglichkeit. Vielleicht müssen wir auch gar nicht zu denen. Ja, wir laden nochmal den Spielstand hier. Ich bin mir gerade höchst unsicher hier. Das haben die letztes Mal aber nicht angehabt. Ja, wir sind noch ein Diener und die sind irgendwie alle Räume tödlich. Hier ist auch ein Gegner drin. Ich glaube, wenn ich da oben lang gehe, soll das ziemlich safe sein. Hier ganz oben. Ziehen wir uns nochmal um. Mein Gott, wie war das damals? Ich weiß, ich muss das Bier reinkippen, damit die Alarmanlage nicht mehr geht. Aber ich muss den Typen da loswerden. Der muss da abhauen. Also nicht nur cool bleiben, sondern wir müssen ihn doch zum Abhauen bringen. Guten Abend. Ich bin im offiziellen Auftrag hier, darf ich passieren. Aber ich erkenne sie nicht. Ich bin nur das erste Mal hier, neue Befehle. Befehle, darf ich die mal sehen? Immer mal dasselbe. Natürlich, haben Sie eine Freigabe für geheime Dokumente. Wir wissen ja nur Siegfried dazu oben, eigentlich nicht. Aber ich brauche einen schlagkräftigen Beweis. Okay, der will den Auffresser haben. Schlagkräftig? Überhaupt kein Problem. Ja, ich will mich nicht prügeln. Ich meine, ich kann mich zerprügeln, aber wir wollen uns nicht prügeln. Wir wollen keinen Aufsehen erregen. Jetzt mal speichern wir direkt in der Konversation. So, benutze graue Uniform. Und wieder. Und jetzt reden wir nochmal mit dem. So. Gucken, was ich dem antworten muss. Also, das zieht bei dem nicht. Leute, das zieht bei dem nicht. Soldat, Ihre Hosen sind ganz zerdrückt. Entschuldigen Sie, ich hatte keine Zeit zu bügeln. Und auch keine Zeit, den Fleck auf Ihrer Jacke zu entfernen. Nun, Sie wissen ja, wie der Koch alles mit seiner schlesischen Soße vollschmiert. Soße, Sie klauen. Verschwenden meine Zeit. Zur Seite. Sie treiben es zu weit. Wie gesagt, man weiß nie, was man den Leuten antworten muss. Das ist wirklich schwer, wirklich schwer. Guten Abend, mein Freund. Wie ist der Wachdienst? Langweilig, wie Sie ja wissen. Ich kann Ihr Gesicht nicht ganz unterbringen. Was? Erinnern Sie sich nicht? Nein, was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Soldat, spricht man so mit einem höheren Offizier? Entschuldigung, mir hat niemand gesagt, dass Sie kommen. Ich muss Sie um einen Beweis bitten. Beweis? Wie wäre ich sonst hier reingekommen? Das überlasse ich dem Oberst. Nimm dies. Ja, Leute, ne? Die Dialoge rausfinden, das ist echt eine Sache. Wir hätten noch ein paar mehr Möglichkeiten. Testen wir die mal aus. Langweilig, wie Sie ja wissen. Aber ich bin gespannt, was das wird hier. Ich kann Ihr Gesicht nicht ganz unterbringen. Erinnern Sie sich nicht?
Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? So. Soldat, spricht man so mit einem höheren Offizier? Muss ich meinen Beweis bitten. Herr Oberst Kenntnis, bitte rufen Sie doch hierher. Und Sie kennen seinen Namen nicht? Sie sind ein Eindringling. Okay. Ja, ich flippe hier aus. Luktifer, ich grüße dich. Ich grüße dich, Luktifer. Ah, das Spiel ist so schwer, wenn du die Antwort nicht mehr weißt. So.